Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 9 des CSGO Adventskalender. Und heute gehen auch wieder drei Preise raus an euch. Nur welche werden es sein? Das sage ich euch jetzt schon. Also, Preis Nummer 1. Wäre ein Clutch Key. Und Behälter öffnen. Ich habe nicht mal einen Behälter, okay. Und der zweite Preis für heute wäre eine PP Python Judgment of Anubis in Field Tested. Und der dritte Preis wäre eine M41 Cyrex in Field Tested. Mit einem hübschen Sticker drauf. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich aus und die von heute sind dann dafür morgen nicht mit dabei. Weil jeder Gewinner setzt einmal einen Tag aus, damit die anderen auch eine Chance haben. Der erste Preis, der Clutch Key, der geht heute raus an den. Chris CSGO, hi. Hallo. Glückwunsch an dich, Boy, du bekommst den Clutch Key. Der zweite Preis war ja die PP Bison Judgment auf Anubis. Fuchs, coole Aktion. Danke, Mate. Glückwunsch an dich, du bekommst die Bison. Und der dritte Preis war ja die M41S Cyrex in Field Tested. Mit Abstand auch ein krasser Skin. Und der geht raus an Cook HD. Seine Antwort auf die Frage, die ich gestern gestellt habe, weil ich gefragt habe, ob bei euch auch so der Battle Royale Modus laggt. Und ja, es laggt bei jedem. Es ist nicht nur bei mir oder bei euch. Es ist auch generell Matchmaking verpackt. Die Server sind irgendwie down. Ich schätze mal, sie sind überlastet wegen den ganzen neuen Playern. Ah, okay. Ist jetzt... Oh, okay. Und Coke HD, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, du hast schon jetzt mal bei meinem Adventskalender gewonnen. Und somit bist du auch der zweite Gewinner, der zweimal gewinnt. Weil gestern auch jemand gefragt hat, ob man auch öfters als einmal gewinnen kann. Ja, man kann. Vorausgesetzt, ihr habt genug Luck, um zweimal zu gewinnen. Weil es gibt manche, die haben bis jetzt noch kein einziges Mal gewonnen. Und ist, glaube ich, schon der zweite, der zweimal gewinnt. Also, aber wie gesagt, die Boys, die was täglich einschalten und kommentieren, liken, da einfach fleißig am Start sind, die haben natürlich halt auch eine höhere Gewinnchance als jeder, der was ist, nur jeden zweiten oder dritten Tag meine Videos guckt. Und dann nützen wir auch gleich noch die Minute, um mehrere Fragen zu beantworten, die mir häufiger gestellt werden. Zum Beispiel, die nächste Frage war ja, ob man seine Gewinnchancen irgendwie erhöhen kann. Ich sag mal so, eigentlich nein, aber mir hat da ein Vöglein gezwitschert, dass es ein paar Boys gibt, die vielleicht in dem zweiten Account mitmachen. Ich sag mal, eigentlich... Ja, ist nicht cool, aber ich kann dagegen nichts machen, somit jeder, der was halt jetzt mit dem zweiten Account mitmacht, macht halt mit dem zweiten Account mit, weil ich kann das jetzt nicht nachkontrollieren. Nur für die Boys, die das halt jeder Bescheid weiß, weil es sind ja doch, ich will ja das gleiche Chancen bestehen für jeden. Ja, aber ist sonst noch eine Frage? Fällt mir jetzt gerade keine ein. Wenn nicht... erzähle ich es euch morgen. Und dann all die Dudes, die was heute zum ersten Mal mit einschalten und sich fragen, jo, was ist das, was kann man hier machen, was kann man hier gewinnen, wie kann man hier teilnehmen, wie heiße ich eigentlich in Real Life? Nee. Also, ist es ganz einfach. Der CSGO Adventskalender ist ein Format auf meinem YouTube-Kanal, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember ein Video hochlade. Täglich gehen drei Preise raus oder mehr, meistens sind es halt drei Preise. Overall sind es über 80, es sind eine Preis-Value von $400 und am 24. geht auch noch ein Hauptpreis raus, und zwar ist es ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer relativ guten Float. Man sieht sich so gut wie keine Scratches, außer hier vielleicht auf der Blade, also auf der Schneide. Und ja, ist ein schönes Ding. Ich spiele es momentan auch als Play-Skin. Ich kann mich nicht beschweren. Und was müsst ihr dafür tun, um bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein? Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar darunter schreiben und dann seid ihr auch schon mit dabei bei der morgigen Ziehung. Bevor ich jetzt dann auch schon das Video beende, möchte ich nochmal kurz etwas zum Update sagen. Aber ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt von Danger Zone, habe jetzt insgesamt auch schon 9 Wins, glaube ich. Ja, 2 in Solo und 7 in Squad. Ja. Overall, das Update ist ziemlich nice, der Modus bockt auch, nur es sind halt noch Kleinigkeiten, die was geändert werden müssen, meiner Meinung nach. Der Loot Drop ist relativ wenig, man
habe jetzt schon, glaube ich, 2-3 rum gehabt, wo ich 10 Minuten herumrenne und maximal eine Glock und einen Zeus finde. Ist ziemlich nice, wenn du in der Glock dann noch 7 Bullets drinnen hast, kannst du relativ viel anfangen im Gunfight mit anderen Leuten. Und dann laggt auch noch das ganze Game. Und im ganzen Game meine ich, es ist egal, ob jetzt Danger Zone played oder auch Matchmaking, weil ich habe gestern ein paar Runden Matchmaking gespielt, das laggt genauso wie scheiße wie Danger Zone. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt einfach die Server überlastet sind oder ob das jetzt einfach, was da genau jetzt nicht reibungslos läuft. Nur an alle Leute, bei denen es genauso laggt oder vielleicht das Game nicht startet seit dem Update, weil da habe ich auch einen Abonnenten von mir, der mich da angeschrieben hat. Was soll ich machen, mein Game startet nicht mehr? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nur, du bist nicht der Einzige. Es starten viele nicht mehr. Also es funktioniert bei vielen nicht mehr und es laggt auch bei vielen. Die Lags sind zwar minimal, das Ganze ist halt noch spielbar, nur wenn du dann halt Matchmaking spielen willst und da ist in jeder Lag schon um ein Lag zu viel, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, ne? Weil wenn da einfach ein Gegner gerade um die Ecke kommt und dann laggt's kurz und dann steht der oder du woanders und dann ist die Runde lost und war das vielleicht noch eine wichtige Runde, jo, dann ist eine Dreiviertelstunde von Matchmaking schon wieder im Arsch. Und bevor ich noch vergesse zu erwähnen, die Gewinner von heute werde ich unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktieren. Dort antwortet mir dann einfach mit eurer Trade-Duell und dann bekommt ihr eure Preise in den nächsten paar Stunden. Je nachdem, was ich gerade mache, ob ich am PC sitze, wann ich die Trade-Duell bekomme und ja, bibabo. Dann wünsche ich euch noch viel Glück und bis morgen, euer Santa Elmo. Wobei, Santa Elmo ist morgen nicht mehr mit am Start. Das mache ich ja nur am Wochenende, weil unter der Woche ist mir das Ganze zu stressig mit Greenscreen, Cosplay, Editing und ja, rendert dann auch viel länger. Der Upload dauert länger und es ist stressig für unter der Woche. Samstag ist Santa Elmo safe wieder mit der, wobei so safe will ich es auch nicht mehr sagen. Freitag bin ich auf einer Geburtstagsparty. Vielleicht sehen wir uns Freitag. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Dann sage ich auch nochmal ciao und bis zum nächsten Türchen, euer Santa Elmo.